So, hol deine Kuchen ab und... Warte mal. Ich mach mal was. Ich brauch mehr. Etwas, was ich mal, glaube ich, schon hätte länger machen sollen. Oder früher machen sollen. Hier, ich weiß, das passt zwar dekorativ jetzt nicht mit zum Holz. Ich hoffe ja noch irgendwann, dass die Druckplatten irgendwann auch mal die ganzen anderen Holzsorten haben. Damit das hier so ein bisschen elementarmäßig besser reinpasst. Aber jedenfalls kommen wir jetzt durch und die Dinger gehen auch von alleine zu. So, Buggy, hier kriegst du lecker Kuchen, kannst du lecker essen. Wie gesagt, bringt 4, wie gesagt, ne? Also heb es dir gut auf, mein Junge, ne? Heb es dir gut auf. Jo. Und ich werde derweil hier ein bisschen mein Loch erweitern. Dass der Buggy immer gleich wieder so Sachen denkt, ne? Dieser kleine Perversling. Du bietest es mir doch gerade so an. Du kleiner Lustmolch, du. Aber du... Okay. Die Erde habe ich parat. Das ist ja sehr schön. Dann werde ich mal hier ein bisschen das Ganze nach vorne bewegen. Einfach nur, damit wir da hinten einen schönen kleinen Weg rumfriemeln können. So. Ich glaube, ein bisschen geht noch, oder? Ein bisschen geht noch. Ich wollte hier so einen Zweierweg machen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen mehr Platz, Buggy. Ein bisschen mehr Platz. Dann mach mal. Bin dabei, Digga. Können wir uns auch gleichzeitig noch hier ein bisschen Stein rausfriemeln. Lalalala. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass meine Let's Schau-Welt bald kommt? Also Folge 4. Habe ich dies schon erwähnt, mein kleiner Freund? Ich hab dann... Was? Buggy? Buggy? Buggy ist von uns gegangen, Leute. Er ist tot. Nein, was machen wir? Hast du schon erwähnt? Oh Gott, was ist mit dir los? Wie? Was ist mit mir los? Ich glaube, Buggys Internetverbindung ist etwas schlecht. Nee, du bist aber genauso. Er hat sich voll... Nee, jetzt ist wieder gut. Jetzt wieder gut. Aha. Da waren wohl irgendwelche Interferenzen in der Übertragung von Skype. Ja, das ist aber unhöflich von Skype, ne? Da werden wir mal einen Beschwerdebrief schreiben. Lieber, ja, da macht mal. Liebes Herr Skype. Liebes sehr geehrte Herr Skype. Herr und Frau Skype. Herr und Frau Skype. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber das geht nicht mehr so. Skype ist sehr unfreundlich zu mir. Achso. Es ist immer böse und fresh. Achso. Und beleidigt mich bis aufs Messer. Genau, bis aufs Messer. Ja, der Buggy fühlt sich schon sehr diskriminiert. Ja, ich komme mir vor, wie... Ein Spaten? Das sage ich jetzt nicht. Nicht? Komm, haus raus. Nein. Tu es! Nein. Tu es! Nein. Tu es! Ich komme mir vor wie so ein Neger. Was? Sagst du doch nur, weil du schwarz bist. Okay, Leute. Unser Weg in die Grotte des Todes ist geebnet. Jetzt können wir noch ein bisschen den Weg hier machen, ne? Lalalala. Wir wollen ja hier Wege haben. Die Wege sind zwar vielleicht nicht so elementar wichtig für das gesamte Spiel, aber es geht ja um die Optik, ne? Genau, so. Wie weit bist du mit deinem Weg? So weit, dass schon Gravel rein kann. Ah, soll ich mitbringen? Kannst du mal mitbringen. Stack sollte reichen. Na, bring mal lieber 2 mit. Sicher ist sicher. Achso. Erstmal noch was beißen. Schön Kuchen. Genau. So. Anderthalber habe ich nur noch. Gut. Wir brauchen... wir brauchen Treppen. Ja. Schöne Steintreppen. Ich werde jetzt unten mal eine Basis errichten, indem ich mir erstmal ein Crafting-Böckschen hier baue. Dann werden wir runter in die Gruft. Ach, wir haben ja hier schon eine. Wir haben ja hier schon. Oh. Ja, da ist der Buggy weg. Ich mach mal... Buggy?
Da ist der Buggy wieder da. Ja. Ja, meins war es nicht. Ich war es nicht. Also ich kann es nicht gewesen sein, weil sonst wäre die Internetverbindung zum Server hier unterbrochen gewesen. Ja, meine war ja auch nicht unterbrochen zum Server. Ja, das haben sie alle. Ja, das schau doch. Ich bin nicht eingeloggt und nicht ausgeloggt. Ja, hast Glück gehabt. Mhm. Kackstift. Ganz komisch gerade, ganz komisch. Scheiß Skype. Nee, ich würde mal sagen, nicht, dass es unbedingt an Skype liegt. Kann sein, dass irgendein Internetdienst von uns irgendwelche diversen Probleme hat. Ja, Wartungsarbeiten. Die guten alten Wartungsarbeiten, die jeder von uns mag. Leider müssen wir ihn. Ja, juhu. Leider müssen wir ihn sagen. Ich liebe Wartungsarbeiten. Da ist so viel, da ist ja so viel Zeit und Anstrengung. Ich liebe sie genauso wie du, Herr Sasu. Ich liebe sie. Ungemein. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als Wartungsarbeiten. Pass auf, gleich geht Herrn Sasu sie nicht weg und er meldet sich erst in 2 Wochen wieder. Alter. Nee. Nee. Was meinst du? Zweiertreppe oder Vierer? Wenn dann richtig mal Vierer. Gut, dann machen wir den Weg. Geh weg da. Hast mich da nicht hochgelost. Die Frage ist, ob du es verdient hast, hochzukommen. Hey, auf damit. So. Aber M, genau. So. Ja, Leute, wir hören ja schon auf. Ist doch gut. La na 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 na. Oh Gott, jetzt kommt's gleich. Na 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 na. Oh Gott. So. Provisorisch haben wir jetzt hier erstmal einen Weg in die Grotte. Vielleicht machen wir das, ich glaube, das mache ich später noch ein bisschen anders. Ich glaube, das mache ich sogar anders. Entschuldigung, Leute, aber irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Typisch ist also, er weiß nie, was er möchte. Doch. Nein. Doch. Nämlich, Nein. Dass das hier anders aussieht. Besser. Nein. So, das ist ja soweit richtig. Nein. Dann werden wir hier nochmal noch ein bisschen weiter runtergehen. Entschuldigung, Wand, aber du musst eingerissen werden. Ich weiß. Nein. Doch, stirb, Wand, stirb! Doch. Weißt du, worauf ich mich freue? Hä? Diesen Monat kommt die Wii U raus. Ah, und? Ja, ich freue mich, weil ich mir die vorbestellt habe. Aha. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die ist in Europa, USA und in Japan bereits fast überall ausverkauft als Vorbesteller. Die kriegt man nicht mehr. Die kann man gerade nicht wirklich mehr vorbestellen. Das ist krass. Das ist einfach nur krass. Wie gut, dass ich kein Konsolenspieler bin. Ich habe ja kein Problem. Ich habe die ja rechtzeitig vorbestellt. Puh, da das Lustige dann kam mal, das waren dann auch so in News und sowas, ne, so in Games News und sowas. Hey, Wii U, überall ausverkauft, voll krass, dachte ich dann, was? hatte ich ja zum Glück vorbestellt, ne, zum Glück. Und dann kam irgendwie kurze Zeit später, Amazon von Nintendo nochmal eine dicke, fette Lieferung gekriegt von Wii Us und sowas, ne? Was dann halt so für Deutschland, beziehungsweise Europa, aber besonders in Deutschland, gedacht war, ne? Und das war innerhalb von einem Tag wieder komplett alles ausverkauft, was Nintendo für Amazon geliefert hat. Das sollte eigentlich halten.
Das war nach einem Tag weg. Voll krass, Alter. Tja. Also, da muss man dann sagen, puh, da freuen sich diverse Leute. Beziehungsweise die es nicht geschafft haben vorbestellen, freuen sich nicht. Die dürfen wahrscheinlich am Release-Tag extrem lange irgendwo suchen, bis sie halt was gefunden haben. Hm. Oh. Nicht mein Problem. Ja, meins ja auch nicht. Ich hab's ja vorbestellt. Meins kommt. Ja, ich spiele keine Konsole. An keinen Konsolen. Geh mal knacken, 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 knacken. Jo, können wir machen. Können wir mal. Alles klar, dann hopp auf, flieg ins Bett. Ich sehe gerade etwas sehr, sehr Schlimmes. Ein Creeper. Nee, das nicht. Es ist was noch viel Schlimmeres als jegliches Monster hier auf dieser Map. Blumen. Hat der kleine Kackpenner mir da Blumen angepflanzt? Ah. Lass sie doch da. Leute, ich weiß, ihr könnt das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, aber ich habe eine persönliche Abneigung gegen Blumen. So ist das, wie wäre es mit einer kurzen Pause? Warte, ich guck mal wieder. Sagen wir mal noch 3 Minuten. Mhm. Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Mein Ohr hält es noch aus. Mein Ohr hält es dann auch aus. Man muss ja sagen, Buggys Headset ist nicht so wirklich ganz kaputt. Das ist eigentlich nur die eine Ohrmuschel. Ich weiß zwar nicht welche, aber die eine Ohrmuschel, die halt Buggy diverse schmerzliche Probleme verursacht. Und deshalb. Genau, ich würde sie ja gerne abmontieren, aber das geht nicht, weil da das Mikro dran hängt. Genau, unpraktischerweise. Genau. So. Leder. Ja, ich baue hier unser Minensystem hier aus. Aber nur noch die eine Wandreihe, ne? Nicht noch weiter rein. So, dann werden wir hier unten eine Basis errichten. Nee, warte, wir werden hier noch ein bisschen den Weg ausbauen. Leute, wir bauen hier das hier richtig schnieke aus, ne? Bis wir dann halt hier unten sind. Warte, ich guck mal. Hallo? Und hier unten werden wir unsere Basis einrichten. Das werden wir hier alles ein bisschen ebnen. Und hallo, denn, wer bist, wo du jetzt bist? Ja, ich bin in die Mine reingegangen. Wie lang? Ich hör schon mal Zombies. Ich habe auch eine Fledermaus schon gehört, ne? Leute, ich habe ja gesagt, Fledermäuse sind jetzt auch mit drin, ne? Ich habe schon eins piepsen hören. Die sind voll niedlich, muss man sagen. Eigentlich eine Schande, die zu töten. Irgendwo... Töten. Ja, muss ich nicht töten. Ich glaube, ich töte sie auch nicht. Irgendwo war... Hier zum Minenschacht. Ja, ne? Richtig. Hier war irgendwo der Minenschacht. Ich glaube, der war hier. Ja, ich habe ihn gefunden. Oh, Vorsicht, Leute, Vorsicht. Hier ist der Minenschacht. Hier werden wir uns reinbegeben. Zur diversen Zeit. An diversen Orten. Spiggy ist tot. Aber wir wollen gar nicht weiter rein, denn wir wollen erstmal... Oder ich möchte gern erstmal uns eine Basis errichten. Bevor wir hier anfangen, richtig alles auszuklabüstern. Ey, dann komm auch zurück, du. Ja, schlimm, ne? Man hat gleich wieder den Anreiz, alles trotzdem zu erforschen. Dieser Forscherdrang. Kommst du auf? Komm zurück. So, wie gesagt, gut, wir müssen hier erstmal so ein bisschen den Weg ebnen. Wie gesagt, hier werden wir uns die Basis errichten. Crafting Box, Öfen, eine Menge Kisten. Und dann werden wir uns in halsbrecherischen... Oh Gott, wo will ich denn? Da oben war ja der Gang. In halsbrecherischen Abenteuern und Expeditionen werden wir uns in den Schlund der Höhle begeben. Und werden elendlich uns verlaufen und nie wieder rauskommen. Freut euch drauf! Nicht sterben, nicht. Fürs Sterben sind wir zu cool. Wir werden uns einfach verlaufen und... Weg, böse Blume. Lass doch die Blume! Nein, aber daraus kann man schön Farbstoff machen. Kühe, wollt ihr raus in die Freiheit? Da kommt. Alter. Komm, put, put, put. Guck mal, die Gattern sind offen. Alter, pass auf. Verarscht, verarscht. Hehe. Pass auf, nachher backen die sich dann automatisch durch und dann sind da doch welche. So viele Blumen. Leute, wie gesagt, ihr könnt es nicht nachvollziehen, aber. Ich bin da kein. Da macht ihr Texturenpack und Blumen. Nee. So? Geht ja schlecht. Naja gut, na, eigentlich geht das schon. Das wäre möglich. Aber nee. Mach da roter Fleck und ein gelber Fleck. Das reicht doch. Toll, wie scheiße sieht das denn aus? Tja. So, 3 Minuten sind rum. Ja, warte, warte. Ich mach nur noch das hier.
Ich ebne nur noch das Feld. So. Dann kann ich nämlich hier den Weg hier, nämlich an den Weg hier ran connecten und so. Ja. Ey. Die Eier sind wertvoll. Kannst du nicht einfach deine Eier wegwerfen? Was ist meine Reise? Nee, du hast ja gerade genug. Du hast ja gerade eins weggeworfen. Nee, ich hab genug von den Eiern. Ah, super, wenn ich nicht mehr die Türen zumachen muss. So, Leute. Ja. Buggy will, wie gesagt, ein kurzes Päuschen machen. Wie gesagt, sein Headset, ne? Macht so ein bisschen Probleme. Ohrschonen. Derweil werde ich mal gucken, ob ich doch nicht noch ein paar Themenvorschläge raussuchen kann. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück, Leute. Wir wünschen dir Glück. Nö. Dann komme mit Themenvorschlägen heim. Nö. Halt den Mund, du. Nö. Auch unsere Hühner, ne? Hier das Evil Chicken und seine und sein Gefolge. Aber wir haben's episch eingesperrt. Es wird nie wieder rauskommen. Außer Buggy sprengt wieder alles in die Luft und alle Hühner raufen auf. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sehen uns in der nächsten. Da endet es einfach. Mein Spiel hat mich einfach in Creative-Modus gesetzt, der Penner. Aber hätte ich gleich gemacht. Jedenfalls, Leute, wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Denn bis gleich. Tschüss.